Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Puh, das Unsere war eine. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Also das war eine ziemlich knifflige Situation. In Zukunft vielleicht erst mal eine Aufklärerfregatte losschicken, ne? Wie wär's denn mal damit? So, ich wüsste gerne, warum es mir nur möglich ist, hier 5 statt 8 Basen zu bauen. Irgendwo hieß es mal 8. Ich finde es ja insgesamt, also ich kann jetzt demjenigen, der diesen Kommentar geschrieben hat, keinen Vorwurf machen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Selbst 2 wären für mich schon geil gewesen. Dann hieß es, glaube ich, 8 habe ich gelesen, dachte mir, oh, wie geil. Jetzt sind es 5. Auch nicht schlecht. Aber ich wüsste gern, woran sich das richtet. An der Anzahl der Mitspieler. Oder an irgendwas Besonderem am Planeten, oder habe ich eine Forschung vergessen? Könnte alles sein, ich weiß es nicht. Oh, oh. Den müsste ich ja fast hier abfangen. Machen wir jetzt auch. Wer braucht Luftunterstützung? So. So. Ihr Freund und Helfer. Ja. Befehle, Kommandant? Vielleicht machen wir es doch eine 50-50. Ich dachte, die Jäger sind jetzt, echt Kommander? Nützlich. Und das sind sie mit Sicherheit auch. Ich muss allerdings feststellen, ja, die vorgeschlagenen 50-50, wenn ich das richtig im Kopf habe, scheinen besser zu sein. So, die Loyalität geht wieder hoch. Ein Glück, denn den Planeten aufgrund von fehlender Loyalität zu verlieren, ist immer bitter. Das macht keinen Spaß. Aber der hat's überstanden. Ich glaube, ich kann da jetzt noch gar nicht hochgehen. Kann ich nicht. Ich habe hier noch keine Sternbasen. Ich brauche erst die Sternbasen. Ansonsten geht da nichts. Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Ich kriege auch nicht mehr wirklich Geld rein. Das nervt gerade alles ein bisschen. Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Übergeben Sie Kristalle. Was habe ich davon? Nix. Wirklich. Machen wir nicht. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Ihr könnt sich halt hier reinknallen, ne? Werde ich sehen müssen, ich weiß es nicht. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Oh, das ist jetzt nicht gut. Phasensprung abgeschlossen. Ein Energieanstieg von enormen. Da muss ich jetzt hier leider mitkämpfen, damit die Piraten nicht wieder mich angreifen. Weil wer weiß, wo sie das antun, ne? Okay. Wer weiß schon wo. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Oh ja, da muss ich auch mal gucken, ob hier nicht irgendwas kaputt gegangen ist. Sieht aber bisher ganz gut aus. Aha. Hier können wir bauen. Was anderes macht für mich gerade keinen Sinn. Irgendwann wollte ich mal. Unser Planet wird belagert. Die Dinger bauen, die Novalit-Kanonen. Aber ich kann sie mir erstens nicht leisten. Zweitens habe ich eh nirgends Platz. Also von dem. Oh, die Piraten! Ich darf das nicht vergessen. Ah, ne, die greifen jetzt mich an. Verflucht. Ja, die sind sehr ernst. Ne, hier steht gesuchen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht gut, was hier abgeht. Gefällt mir nicht. Wir sind bereit. Was ich gucken wollte, ist, habe ich noch eine Reparaturwerft? Nein. Dann bauen wir jetzt eine neue. Und ein paar Gauss-Kanonen. Die mögen verschwendet ausschauen, aber ich glaube, die lohnen sich. Genauso wie der Phasensprung den Inhibitor nützlich sein dürfte. Wir sind bereit! Ah, die werden hier abgefangen. Freund und Helfer. Ja, ist jetzt nicht gut. Ihre Befehle, Kommandant? Getreu unserem Ziel. Läuft. Ob die das überstehen? Naja, sollten sie, ne? Sind schnell. Hoffe ich. Wir werden es sehen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt.
Bauwerk komplett. Naja. Blöde Piraten. Vielleicht sollte ich da gar nicht erst hochgehen. Ihr Freund und Helfer. Weißt du, die Piraten sind zwar böse, ja, sie machen ein bisschen Schaden, aber richtig schlimm waren sie eigentlich nie. Habe ich das Gefühl gehabt. Zusätzliche Credits benötigt. Kommsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ja. Bauwerk komplett. Ja, der scoutet jetzt hier. Aber, nee. Feindliche. Ich bin schon im Aufnehmen, ne? Ja. Okay. Das ist immer ganz wichtig für mich zu wissen. Truppen sind eingetroffen. Okay. Bauwerk komplett. Naja. Okay. Ihr Freund und Helfer. Bomber bereit. Piraten plündern einen unserer Planeten. Bauwerk komplett. Da kann ich jetzt nicht viel machen, die werden halt hier rumschwören und nerven. Bauwerk komplett. Aber sobald das Geld weg ist, werden sie auch wieder aufhören. Ist auch gut, das halte ich jetzt einfach durch. Hier, das ist viel wichtiger, aber ich habe leider kein Einkommen mehr. Das war wahrscheinlich, weil ich zu früh auf zu viel Flotte gegangen bin. Und jetzt kann ich sie gar nicht unterhalten und ausbauen. Verstärkung greift in die also Riesenschwachsinn. Ihr Freund und Helfer. Aber mei, so ist es halt, ne? Ihre Befehle, Kommandant? Ihr Freund und Helfer. Piraten plündern einen unserer Planeten. Ihr Freund und Helfer. Ihre Befehle, Kommandant? Commander an Deck. Nee, geht grad nichts. Also ich muss jetzt hier irgendwie durchhalten. Handelsdinger Kommt wieder bauen. Hat Feinde im Anflug erfasst. Ja. Naja, gut. Also schlimm Zeugs werden die Piraten jetzt hier nicht groß machen, glaube ich. Das Geld geht schon runter. Und so eine Riesenflotte haben sie jetzt gar nicht geschickt. Das ist machbar. Das kann man verteidigen. Ja. Okay. Wie geht's weiter? Die haben alle das Geld. Okay, die haben jetzt auch Geld. Das dauert alles noch. Na. So, ich hole mir jetzt eine Aufklärerfregatte oder zwei und guck mal so ein bisschen rum, was hier eigentlich so abgeht. Zumindest ein bisschen gucken muss ich mal. Wenn da was ist, werde ich's finden. Ja, eine Gauss-Kanone macht sie kaputt. Das ist nicht. Es ist doof, aber es ist nicht so super schlimm. Wenn da was ist, werde ich's finden. Ja, hoffentlich. Zeigen Sie mir die Richtung. Sie suchen etwas? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So. Wenn da was ist, werde ich's finden. Wir sind bereit! Vielleicht sollte ich wirklich warten, bis ich eine komplette Flotte habe. Das dauert zwar dann, aber alles andere macht für mich jetzt wenig Sinn. Wenn da was ist, werde ich es finden. Da hat's ein Artefakt. Hier, dort, dort. Ich habe, glaube ich, gar kein Artefakt. Nee. Leider nicht. Also Geld kriege ich ganz okay rein. Könnte natürlich mehr sein, aber so wie es derzeit ausschaut, ist das schon in Ordnung. Ich baue jetzt auch erstmal hier die Sternbasen Stück für Stück auf. Und dann sehen wir schon, wie das hier weitergeht. Ihre Befehle, Kommandant? Sie suchen etwas? Ja, Commander. Was wollen Sie wissen?
beide? Wohin jetzt? Na, das macht ja wenig Sinn. Bin schon da. Das finde ich schon. Das finde ich schon. Zeigen Sie mir die Richtung. Bin schon da. Zeigen Sie mir die Richtung. Bin schon da. Na, jetzt schauen wir mal. Unterwegs. Gucken wir mal, wie das hier so ausschaut. Zeigen Sie mir die Richtung. Okay. Bisher hält der Gegner ja auch die Füße still. Aber ich muss hier wirklich mal gucken. Wir benötigen eine Titanwerft. Phasensprung abgeschlossen. Wow, der hat aber eine Menge Zeugs. Bomberstaffeln, aber das wäre zum Beispiel eine kleine Gruppe, die ich besiegen könnte. Exekutor, ja. Ihr Freund und Helfer. Aber jetzt noch nicht. Ich muss warten, bis ich voll ausgerüstet bin. Dann könnte ich die auch in die Zange nehmen oder so. Also von beiden Seiten ranspringen und sie dann kaputt hauen, aber... Ist leichter gesagt als getan. Das braucht alles Zeit und Geld. Und da weiß ich nicht, wie viel ich davon habe. Ja, auf die Flottenkapazität so früh hochzugehen war dämlich. Aber jetzt weiß ich's, ne? Ich war ja da nie wirklich super in diesem Spiel. Es spielt sich auch ganz anders, aber jetzt weiß ich Bescheid. Da, ich hätte auf 66 oder auf 56% bleiben können. Tja, zu spät. Fehlt hier ein Geld? Nee, Plätze. Überall Plätze. Der braucht nämlich 15 taktische Plätze. Und die habe ich nicht. Da müsste ich ein Ding abreißen. Überall. Gut, könnte ich machen. Hier nicht. Da auch nicht. Ja, ob sich die paar Novolit-Kanonen dann lohnen? Nee. Eher weniger. Raumminen haben wir auch nicht viel. Hier haben sie wieder was kaputt gemacht. Böse, böse. Na, die Extraktoren können wir auch schon länger nicht mehr. Ist nicht gut. Loyalität passt. Da kommt schon wieder so einiges auf mich zu. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Na, da hat er einiges. So, die Waffenplattformen erhöhen. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So. Das da. Und dann irgendwann noch Andockports. Ja. Für Antimaterie. Jupp. Dann haben wir hier das Zeug bald fertig. Das ist dann auch schon mal sehr schön. Ich weiß ja nicht, was alles dem Gegner gehört. Also die haben sehr viel, vermute ich mal. Und ich habe nur hier mein kleines Reich und das ist nicht genug. Da muss ich gucken, wie ich mich da rausholen kann. Immer noch Räuber und Piraten. Meine Güte. Bevölkerung ist ziemlich klein, was soll denn das? Hm. Die Piraten bombardieren das hier. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Unsere Flotte wird angegriffen. Wer braucht Luftunterstützung? Jetzt schicken wir da mal so einen Typen rüber und dann sehen wir weiter. Weil das ist ja echt nervig. Weil wenn der da meine Bevölkerung zerstört, kein Wunder, dass ich da dann natürlich nichts mehr zurückbekomme, ne? Geldtechnisch. Nicht ausreichende Metalle. So, damit sind die beiden Sternbasen endlich fertig. Jetzt kommen die ganzen experimentellen Waffen. Endgame hat begonnen. Ich glaube, die muss ich am Schluss ausbauen. Die werden auch nicht angegriffen derzeit. Von dem her passt das schon so ungefähr.
Was wollen Sie wissen? Alles klar. Warte mal, der kann doch da angreifen, oder? Bevor meine Bevölkerung stirbt. Piraten. Ja, der hat hier so einen Raketentypen. Uncool. Weil der bombardiert meinen Planeten schon sehr böse. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ihr habt den Commander gehört. Na, hier fehlt noch, siehst. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ihr habt den Commander gehört. So, und jetzt schon wieder. Nee. Also da gebe ich jetzt genug Geld, wie es sein muss, damit ich nicht angegriffen werde. Ist mir egal. Ja. Hört mal her, ihr Fliegerasse. So. Ausgezeichneter Plan. Egal, wie lange das dauert und wie viel es kostet. Da lasse ich mich jetzt nicht lumpen. Und schaue auch immer wieder schön hoch. Dass das passt. Piraten sind unterwegs. Ja, genau, nicht zu mir. Sehr schön. Nicht ausreichende Metalle. Na, schaffen wir das noch? Knapp. Zusätzliche Credits benötigt. So, dann sind jetzt erstmal. Oh oh, Loyalität. Nee, passt noch. Der haut ab. Sehr schön. Hier hat er immer noch sehr viel, der Lilane. Ich weiß ja nicht, ob ich mich mit dem Lilanen überhaupt anlegen soll. Aber der nimmt mir dadurch, dass er sich hier reingefriemelt hat, natürlich die ganzen Handelsmöglichkeiten, ne? Weil die beiden sind weg. Da kann ich hier nicht handeln. Ja, ist kein Wunder, dass ich kaum Geld bekomme. Wenn die mir alles kaputt hauen. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wieso sollte ich dir Geld geben, bitteschön? Warum? Warum sollte ich das tun? Erklär es mir. Ihre Befehle, Kommandant? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Naja. Verstärkung, Schlacht, wie man das auch immer sehen will. So, 30 Träger, Franzese, ups, ja, das scheint alles zu passen. Großkampfschiffe kann ich keine mehr bauen? Ja. Unsere Flotte wird angegriffen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. So, jetzt bauen wir eine Flotte auf. Dann nehmen wir den in die Zange, dann werden wir hier vermutlich angegriffen, dann springen wir dahin zurück, um hier alles abzuverteidigen, wie auch immer. Dann gucken wir mal, wie das wird. Einen von denen muss ich jetzt demnächst besiegen. Und entweder, ich glaube, es sollte der Grüne sein, obwohl das ziemlich knifflig wird. Ein Energieanstieg. Aber das sehen wir. Ich werde nicht vom Piraten angegriffen, das könnte zwar voll knicken, vergesst es. Das lasse ich nicht zu. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Zeit zum Handeln. Keine Chance. Was sind denn das? Schwere Kreuzer abfangen. Ah ja, genau. Vorderste Front. Was kann ich noch forschen? Gibt's da noch was? Außer den Niederschlag, den finde ich jetzt nicht so geil. Zeitbomben. Naja. Ein Kampfflieger. Bauen wir es einfach. Entwickeln wir es einfach, dann sehen wir schon, ob sich das lohnt oder nicht.
Langstreckensprünge. Die beiden brauche ich. Wurmloch vielleicht irgendwann, aber das brauche ich nicht. Wir haben nicht mehrere Sternsysteme. Was ist das hier? Bereit für die vorderste Front. Bauzeiten, naja. Naja, Bündnisse. Naja. Aha. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Das klingt gar nicht so schlecht, ne? Aber geht das nur auf Verbündete? Das weiß ich halt nicht. Geht es nur auf Verbündete? Wurde entdeckt. Erwin zur Verfügung. Naja. Geht es nur... Truppen sind eingetroffen. Ah, jetzt umkesseln sie mich wieder von allen Seiten. Oder greift ihr jetzt wirklich an? Schaut fast so aus, ne? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ich glaub mal, der greift an. Guten Tag, Commander. Aber die Hälfte bleibt hier. Also ich split das jetzt. So wie wir es gesagt haben. In den Kommentaren. Einfach mal splitten. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Das sehen wir gleich, ob wir das noch retten können oder nicht. Aber wenn ich es nicht versuche, woher soll ich es dann wissen, ne? Erwin zur Verfügung. Unser Planet wird belagert. So. Ihr Freund und Helfer. Ruft sie rein und springt endlich! Was jetzt, Commander? Ihr bleibt da. Ihr Freund und Helfer. Was und jetzt, Commander? So. Gucken wir mal. Der Fälzer über die Sternbasen. Die Schilde sind sehr schnell gefallen, aber der schafft dann nichts. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wieder geht die Loyalität von allen Seiten kaputt. Aber wie gesagt, diesmal splitte ich die Truppen. Auf mein Signal. Diesmal bleibt eine Teilflotte. Bleibt zumindest hier. Dass falls jetzt der... Ja, genau, genau. Zeit zum Handeln. Dass falls der denkt, der könnte jetzt hier was machen, dass er sich da schön geschnitten hat. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. So. Bereit. Kampfstationen. Die Frage ist, macht es Sinn, diesen Titan jetzt anzugreifen? Unterwegs. Das ist die Frage. Unsere Schicksale werden jetzt auseinandergehen. Hat das Bündnis aufgelöst. Na, danke. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Bereit! Ihr Freund und Helfer! Gut, die Auflösung dieses Kampfes wird warten müssen bis zur nächsten Episode. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.